Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Anime-Podcast. Heute haben wir als Thema ein bisschen wieder das Anime-Trauma, aber auch etwas sehr Positives, nämlich Fast-Food-Animes. Nun, jetzt klingt das erstmal sehr herabwertend, so Fast-Food-Anime, so ja, das klingt so nach billig. Get in, get out, für wenig kleines Geld. Aber dem ist wirklich nicht so. Das ist eine sehr, sehr schmale Gratwanderung zwischen zwei Punkten. Aber warum sollten wir überhaupt darüber reden? Ne? Es ist relativ einfach. Viele von euch haben mir geschrieben, dass sie ziemlich hart mitgenommen wurden von Darling in the Franxx und dass es auch wohl auch schon mal in der Vergangenheit vorgekommen ist, dass der ein oder andere Anime einen echt von den Füßen haut. Und ich bin da auch keine Ausnahme. Mich hat es schon häufiger mal weggefegt. Das letzte Mal war eben bei mir auch mit Darling in the Franxx und ich unternahm vieles dagegen. Es gibt ja so gewisse Mittelchen, die man machen kann. Von Manga lesen bis hin nochmal den Anime gucken. Aber eine sehr, sehr effektive Sache ist, sich ein Fast-Food-Anime reinzuziehen. Und es gibt in dieser Kategorie wie immer ziemlich große Differenzen zwischen sehr gut bis hin zu, oh Gott, guck das bloß nicht. Und einen guten Fast-Food-Anime macht die Gratwanderung aus zwischen interessant genug, um euch etwas zu fesseln, aber nicht zu intensiv, damit sich das Angucken dieses neuen Animes nicht wie Fremdgehen angeht im Verhältnis zu dem Anime, den man gerade hinterher trauert. Versteht ihr, wenn man so richtig tief in einem Trauma drinne steckt, aus dem man irgendwie nicht rauskommt, dann fällt es einem ganz häufig schwer, eine neue Serie anzufangen, weil man noch sehr stark gedanklich mit der anderen beschäftigt ist. Man setzt sich noch mit Situationen auseinander, man grübelt über das Ende, man will es nicht akzeptieren, man vermisst Charaktere, man kann nicht glauben, dass das so geendet hat und man ist einfach noch nicht bereit dafür, sich auf eine neue Geschichte einzulassen oder aber es würde sich tatsächlich wie Fremdgehen anfühlen, sich jetzt in etwas Neues reinzustürzen. Ein Anime-Trauma hat noch einen sehr, sehr großen Nachteil, den das mit sich bringt. Wenn man in diesem Zustand anfängt, irgendwie ein Meisterwerk zu gucken, dann weiß man das häufig gar nicht zu schätzen. Man gibt ihm nicht die Chance und nicht die geistige Freiheit, den er bräuchte, um eine wohltuende Wirkung auf ein Selbst irgendwie zu entfalten. In meinem Podcast, wo ich darüber sprach, wie die Chancen zu Darling in the Franxx Season 2 stehen, habe ich drei Beispiele genannt. Und keines dieser Beispiele war Fast-Food-Anime, was vielleicht ein Fehler war von meiner Seite. Das waren alles allein für sich Meisterwerke. Und man sollte sie in einem guten Zustand gucken. Also wenn man bereit ist für eine neue Geschichte oder wenn man sich einfach gut fühlt, so dass man sich gerne auf etwas einlässt. Und einlassen ist schon genau das richtige Stichwort. Deshalb auch Fast-Food-Animes, weil sie wirklich erstmal ganz flach anfangen und dann so ein bisschen dazu gewinnen, was auch wichtig ist, damit sich das für euch als Zuschauer nicht anfühlt, als würdet ihr eure Zeit verschwenden. Also sie fangen häufig relativ seicht an und ziehen dann so langsam ein bisschen an. Und man hat so als Zuschauer das Gefühl so, ja, jetzt habe ich die ersten drei Folgen gesehen, was man ja häufig immer gemacht haben sollte bei einem Anime. Und jetzt kann man sich die nächsten oder die letzten neun in Anführungszeichen auch noch geben. So schlecht ist er ja dann doch nicht. Oder er ist nicht mega gut. Aber jetzt habe ich schon drei Folgen geguckt und so schlecht ist er nun auch wieder nicht. Also das sind so in der Regel die Gedankengänge. Und weil man dann so seicht in diesen Anime reinrutscht, befreit er einen auch, denn er gibt einem den Raum, über was anderes nachzudenken, als immer wieder über seinen Lieblingscharakter, der vielleicht im Anime gestorben ist oder dem Ende generell und dem Gewissen, dass es nichts Neues geben wird. Lenkt so ein Fast-Food-Anime ein, gedanklich doch richtig ab und häufig ist das extrem wichtig, mal einfach abgelenkt zu werden, damit man aus dieser Spirale, aus diesem Kreislauf rauskommt, der einen in einem Trauma festhält.
Wie gesagt, er darf nicht zu intensiv sein, sonst hat man das Gefühl, man wird überfordert oder ist noch nicht bereit für sowas. Er darf aber auch nicht zu leicht sein, dass man nicht das Gefühl hat, ich verschwende hier meine Zeit und habe gar keinen Kopf gerade dafür. Aber es muss schon so eine leichte Steigerung muss in dem Anime vorhanden sein. Und worum es dabei geht in diesem Anime, spielt übrigens absolut gar keine Rolle. Es kann häufig irgendwas sein. Es kann Magic Girl Genre sein oder Sport Genre. Es spielt keine Rolle. Hauptsache, es lenkt euch irgendwie ab oder es bringt irgendetwas Neues an den Tisch, wo man sagt so, das ist ja ein cooler Stil, möchte ich mal sagen. Es guckt mir ja gerade keiner über die Schultern, also kann ich das ja ungestraft weiterschauen. So ein Anime ist zum Beispiel Haruka Receive aus dieser Sommersession sozusagen. In diesem Anime geht es um Badeanzüge und Brüste. Nein, das war ein Scherz. Es geht um Beachvolleyball mit Badeanzügen und Brüsten. Nein, verdammt, das war auch falsch. So, jetzt nochmal richtig. Es geht um todernstzunehmenden Beachvolleyball und dass das alles wunderschöne Frauen am Strand sind, ganz allein in super hübschen Badeanzügen, ist reiner Zufall, beziehungsweise völlig unfreiwillig und absolut selbstlos. Das musste ja gegeben sein, denn schließlich geht es ja hier um Beachvolleyball. Nein, also tatsächlich geht es um die Charaktere da drin, die im Rahmen des Beachvolleyballs sozusagen ein bisschen was ausleben und durchmachen. Und es ist alles seicht. Es ist nicht super kompliziert, es ist nicht super anspruchsvoll. Es ist in einem angenehmen, in einer angenehmen Umwelt, sage ich jetzt mal, etwas, das mir relativ spät aufgefallen ist. Beziehungsweise es ist mir sehr früh aufgefallen, aber ich konnte nicht wirklich sagen, was es ist, was mich bildlich an diesem Anime störte. Und zwar ist es gibt nicht eine einzige, ich glaube, es gibt nicht eine einzige männliche Person im ganzen Anime, nicht mal in den Backgrounds. Sicher bin ich mir nicht, ich habe erst sehr spät angefangen, darauf zu achten, aber ich meine, es gibt nicht einen einzigen männlichen Charakter. Okay, aber jetzt zurück zum eigentlichen Anime. Gefesselt hatte mich an ihm ganz zu Beginn eigentlich gar nicht Bikini und Badeanzügenmode. Nein, ich habe ihn durch Zufall angeklickt. Ich dachte mir, okay, ja, habe jetzt irgendwie gerade möchte mich gerade mal ablenken, habe ihn angemacht und war eigentlich sofort interessiert und so ein bisschen geflasht mit so einem leichten Wow-Effekt, weil die Augen der Charaktere waren auf eine interessante Art und Weise gezeichnet. Ähnlich interessant wie bei S.S.S.S. Gridman. Moment. Ja, ich hasse diesen Namen immer noch. Was für ein Scheißname. Aber irgendwie bin ich, wenn ich in Animes interessant gezeichnete Augen sehe, bin ich erstmal fasziniert und bleib da erstmal so dran, wie so ein dummer Goldfisch. Und guck mir das erstmal an. Und so hat mich dann auch Haruka Receive rumgekriegt. Und irgendwann wollte man dann auch dabei bleiben und einfach zusehen, wie dann jetzt die Geschichte und die Story endet für die beiden. Da drinnen verbergen sich eigentlich keine Romanzen oder schwere, schlimme Dramen, irgendetwas Schlimmes, das passiert ist. Nee, es geht eigentlich um Charaktere und ihre kleinen Probleme und Konflikte, die sie so mit sich tragen. Und eigentlich darum, dass die da gemeinsam einen Club aufbauen und eben Beachvolleyball spielen. Es klingt total langweilig und banal, aber glaubt mir, wenn ihr in einem Loch festsetzt und ihr kommt aus diesem Gedankenkreislauf nicht raus, dass ihr von eurem letzten Anime sozusagen befreien könnt, dann ist Haruka Receive einer dieser Animes, die man sich angucken kann. Er wird euch definitiv ablenken, er wird euch den Freiraum im Kopf geben, den man braucht, um ein Anime-Trauma verdauen zu können, um eben aus diesem Kreislauf einmal kurz rauszukommen und vielleicht diesen Anime, der euch das angetan hat, aus einer anderen Perspektive zu betrachten und ihn dann trotzdem noch schön zu finden. Würde ich euch jetzt Haruka Receive um jeden Preis empfehlen.
Ich würde sagen, nein, bewahrt ihn euch auf, legt ihn euch irgendwo warm und weich in die Ecke und holt ihn raus, wenn es euch nicht so gut geht. Also holt ihn raus, wenn ihr euch ja dreckig, miserabel fühlt. Was auch immer es ist, Hund ist gestorben, euer Partner hat euch verlassen, ihr sitzt in einem festen, tiefen Anime-Trauma drin und ich kann euch eigentlich versprechen, dass Haruka Receive auf seine charmante, ruhige, manchmal auch humorvolle Art und Weise euch ein bisschen aufpäppeln wird, aber auf jeden Fall wird es euch ablenken und euch die Freiheit geben, mal über was anderes kurz nachzudenken, beziehungsweise nicht immer um diesen einen Punkt, der sich die ganze Zeit in eurem Kopf kreist. Das ist, glaube ich, die stärkste Eigenschaft dieses Animes, dass er, wenn es euch nicht so gut geht, definitiv in der Lage ist, euch abzulenken. Ich denke, das zeichnet ihr am meisten aus. Habt ihr euch jetzt also Haruka Receive irgendwo warm und weich, flauschig in die Ecke getan für, ich sag mal, schwere Zeiten? Ihr denkt euch aber, Mensch, ich hätte jetzt aber trotzdem total gerne so ein Fastfood-Anime, der seicht anfängt und mich irgendwie ablenken kann. Gibt es auch so manch einer, bringt dann aber tatsächlich doch noch ein bisschen mehr an den Tisch. Der seichte Anfang baut sich immer weiter auf und schließt, das ist besonders wichtig, am Ende der Serie ab. Es lässt euch nicht in der Luft hängen und baumeln. So ein Anime ist Madoka Magic Girl. Und ich will über diesen Anime nicht reden, denn es ist wirklich unglaublich schwer, über ihn zu sprechen, ohne ihn zu spoilern. Deswegen, ihr müsst mir da einfach vertrauen und ihr dürft da auch nicht zu sehr rumgoogeln, sondern glaubt mir einfach, es ist ein Magic Girl Anime. Also sprich, die Hauptprotagonistinnen sind alles Frauen und sie können sich verwandeln, ähnlich wie Sailor Moon. Aber, das ganz große Aber, es spielt in einer etwas erwachseneren Welt. Auch wenn es der Zeichenstil im ersten Moment nicht zumuten würde. Ich sag mal, ich will das jetzt nicht anlehnen, aber es ist so ein bisschen wie Marvel Comics. Es sind zwar Comics, aber sie spielen in einer erwachsenen Welt. Also stellt euch Madoka Magic Girl eben als ein Magic Girl Genre vor. Allerdings erwachsener. Dort ist eben nicht am Ende einer jeden Folge Tuxedo Mask da und alle freuen sich, sie haben irgendetwas kaputt besiegt und super, super toll. Sondern da sind auch noch die kleinen Herausforderungen des Lebens, die Protagonistinnen bestehen müssen. Und es hat grundsätzlich einen etwas ernsteren Ton. Und ich kann Ihnen empfehlen, gebt ihm eine Chance bis zur dritten Folge, wie immer. Und entscheidet dann, ob ihr denkt, das gucke ich weiter, das hat mich jetzt so richtig gehuckt. Oder ob ihr sagt, nee, ich hole mal doch lieber Haruka Receive aus der Ecke und suhl mich in der Flauschigkeit und in der Nettigkeit, in der tollen Atmosphäre, der Sonne, dem tollen Strand und den super animierten Augen. Da draußen gibt es natürlich noch viel mehr Fastfood-Animes und vor allen Dingen gibt es da draußen außergewöhnlich gute, also wirklich weit, weit, weit über dem absoluten Durchschnitt des Guten existieren noch Animes, die von ihrer Qualität einfach alles umrocken. Aber diese bewahre ich mir für einen anderen Podcast auf, wo ich dann speziell auch über den Anime reden will und nicht über den Zustand des Anime-Traumas oder des Fast-Food-Animes, sondern speziell eben um den Titel selber. Ansonsten, meine Freunde, möchte ich mich bei euch fürs Zuhören bedanken. Wie gesagt, packt euch Haruka Receive irgendwo warm und weich für schwere Zeiten weg. Schaut euch Magic Girl Madoka an, wenn ihr euch traut, ein erwachseneres Magic Girl zu gucken. Und dann schreibt mir eure Meinung. Macht es gut, meine Freunde. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.